Jetzt kriegen wir den Magic gegen... Ich würde tippen, Lele, gegen, oder? Ja, der hat nur noch nicht gegen Lele gespielt. Ja, die anderen beiden hat er schon verloren, ja. Das ist Runback von gestern. Ich habe es leider nur am Stream gesehen, da war ich schon weg. Aber es war ein Game 5 Set. Last Dog, ein Slobberknocker. Na, mal schauen, wie es heute aussieht. Also ich finde, Lele ist richtig krass, ich finde Magic ist richtig krass. Beide halt, würde ich sagen, genauso unter dem Maxi-Dennis-Level. Also noch ein ganz, ganz Stückchen darunter. Mhm. Aber auf jeden Fall haben sie das Upside-Potenzial, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich erwarte von einem von den beiden ein Upset heute. Ich finde besonders bei Lele, ne? Ist ja noch der Pikachu-Faktor noch dazu. Wie hat er gegen Maxi eigentlich gespielt? Das können wir mal schauen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, wenn zum Beispiel GG mal lädt. Bitte. Er hat gegen Maxi schon gespielt, aber das ist noch nicht eingetragen. Ah, schade. Ja, würde mich auch interessieren. Ah, nee, ich starte nicht. Das ist. Ja, ja. Erwartet noch. Ja, mal schauen, wer heute besser spielt von den beiden. Gestern hat natürlich Lele nach Hause genommen, aber Magic auf jeden Fall auch jemand, der bestimmt schon mal gegen Lele gespielt hat. Ich meine, das ist der Bruder von Nick Strat, die beiden kennen sich schon ewig. Also am Matchup wird es nicht scheitern, einfach nur, wer heute besser spielt. Und da ist er auch schon. Ist doch die Adidas Rasterjacke. Die ist cool. Nice. Aber er hat seinen Hut nicht mehr. Gestern hast du noch so einen coolen Hut gehabt. Jo, ich war dir vorne, das war ja wieder Pikachu-Hut, ne? Weil ja, ja. War so grün. Ja, voll geil. Ich muss sagen, was ich mich schon die ganze Zeit frage, ist, warum spielt kein Pikachu den Pikachu mit der roten Cap? Weil der voll scheiße ist. Ja. Der ist so bad. Ich finde ihn so geil. Ich meine, der ist richtig Standard, ne? Aber man weiß doch, wie man... Ey, der ist gar nicht Standard, oder wie meinst du? Na, ich meine den Pikachu-Skin mit dem... Mit ja, dem ja. Trucker Cap. Ja, halt Standard weißt du aus dem Sinne, weil halt es aus dem Pokémon-Universum kommt und halt Ash natürlich auch die rote Cap hat, ne? Halt so in dem Sinne, aber niemand spielt den. Alle spielen nur Partyhut und Grünhut. Das ist einfach auch. Ich kann eigentlich finden, roten Skin richtig ugly. Na gut, aber es hat sich so. Verdammt. Aber ich muss sagen, ich finde die Grünhaut auch ziemlich banger. Aber es ist für mich so. Der grüne Hut ist der Gangsterhut, der ist richtig nice. Also ich dachte immer, ich habe es mit Bayern immer verbunden, muss ich sagen. Mit dem Hut. Ich habe es irgendwie immer mit Bayern verbunden, den Hut. Ich weiß nicht, Strike ist so als Oktoberfest-Hut. Also ein bisschen abgewandelt. Puh. Weiß nicht, ob du meine Vision siehst. Ich sehe es nicht. Na gut. Aber zumindest können wir uns beide darauf einigen, dass der grüne Skin ziemlich banger ist. Er ist auf jeden Fall der beste Pikachu-Skin. Und danach der Zauberhut. So Vanilla weiß ich der beste. Nicht. Ja. Ich finde nackte Skins eigentlich meistens nicht so gut. Also ja, sonst so bei Puff finde ich so gut. Ja, bei Puff ist es bei Pikachu eigentlich auch nicht geil. Ja. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch Hüte hat. Anscheinend nur die Pokémon. Ja, außer Mewtwo. Mm. Mewtwo auch mit den schlechtesten Skins übrigens im Game. Die Mewtwo-Skins sind richtig trash. Ja. Ist eigentlich nur so normale cool. Ich dachte immer, der grüne Schwanz wäre cool, aber er ist auch zu Neon. Smash-Charaktere bräuchten echt einfach mehr Hüte. Ja, auf Imagine jeden Fall. Imagine doch so ein Marv-Skin mit so einem Fedora. Oh, das wäre sick. True. Der Fox oder Falco mit Hüten wäre auch mega cool. Mein CF auf eine Art hat er einen Hut. Ja, okay, auch true. Ich finde, der Helm ist schon sick, aber... Ja. Bräuchte noch andere Formen. Vielleicht irgendwie so einen viereckigen. So ein Roblox-Hut. So ein Minecraft-Steve. Ja gut, aber ich glaube, es fängt an, ja? Lele gegen ja, Magic. Ja, Lele. Oh, das sieht schon nicht gut aus. Oh, was? Warum ist Magic... Digga, er ist der klügste Mensch. Magic ist wirklich der schlauste Mann im Game. Das habe ich sowas von Jeder würde so Panic recovern wollen, aber er nicht. Er weiß, Digga, ich shine ihn jetzt und er wird davon sterben. Muss man auf jeden Fall sagen, dass die beiden schon mal gespielt haben, weil sowas kommt nicht einfach so. Ja, ja. Und ich wollte auch gerade schon darüber anfangen zu reden, dass Lele ruhig die gute Gims hat, aber Magic hat es einfach durchschaut. Was halt auch eventuell einfach sein kann, Magic wollte vielleicht Shine Store. Naja, okay, das kann das vielleicht auch sein. Auch. Und dann, upsala, habe ich ihn aus Versehen getötet. Aber ich glaube schon dran, dass er auf jeden Fall mit Absicht ist. Er ist zu klug, ja, als dass er es nicht mit Absicht machen würde. Der ja, Magic spielt das ja auch gerade richtig schön. Und ist auf jeden Fall auch am Moven. Schön, aber was macht man jetzt? Und er das war irgendwie nice. Ne, irgendwie schon. So richtig schnell wieder onstage, weil er wusste, Pikachu covered ledge. Ja. Und so eine Abi hätte er, oder Side B, hätte Pikachu vielleicht auch noch gut reagieren können. True. Der hat 2 Stock Deep für Magic und weg. 1 Stock Deep für Magic. Ja.
Ja, diese Abwehr sind so scary mit Pikachu, ne? Ja, die Sache ist so, Pikachu, sehr gutes Comeback-Potenzial gegen Spaceys. Allein nur, weil die Gyms halt so juicy sein können. Einmal irgendwie falsch eine Abwehr kassiert und du bist so weit offstage. Oh ja, und Leo hat auch echt gutes Punish-Game, muss ich sagen. Ja. Aber Spacey spielt ja auch bestimmt super, super oft. Sind ja seine Trainingspartner. Das ist wahrscheinlich auch so einer der Matchups, die am meisten Spaß machen als Pikachu. Ja, ich glaube. Das ist halt auch so die Sache, so, gerade das Spacey-Matchup ist halt auch nicht so oft so, dass das wichtigste Matchup ist und nicht das wegen des Lernen. Oft spielt er einfach gegen Spacey, weil es fun ist. Ja, so. Safe. Weil so Pikachu will wahrscheinlich ungern gegen Puff spielen, zum Beispiel. Ja. Ja, nein, das ist bestimmt kein spaßiges Matchup. Gegen Peach weiß ich gar nicht, wie das heutzutage aussieht. Also ob es immer noch so stark Peach-Favored ist. Ich würde sagen, ja, aber dieser Abschmeiß ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also die wenigsten Leute wollen halt nicht wirklich so Floaty gegen Floaty spielen. Ja, das stimmt auch. Ich meine, will auch eigentlich niemand auch anschauen, so unstreamen. Ja. So Matchups, die man nicht unbedingt sehen will. Also auch so ein Frank Stannis, ich meine, der schaut auch sehr, sehr gerne so Puff gegen Peach oder Puff gegen... Keine Ahnung, Puff gegen Puff, weiß ich gar nicht, aber sowas enjoyen würde. Ja, aber er ist ja auch verrückt irgendwie. Ja, 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 wenn du das magst. Der meint ja auch, der mag es nicht gegen Spacey zu spielen. Was ich halt irgendwie sehen kann, dass er halt so gegen slowere Charakter wie Puff oder so eher spielen will. Ja. Wie? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber natürlich eben das seine. Ein schöner Downhill von Lele, also aber. Ist auf jeden Fall noch möglich jetzt. Das ist erstmal so sehr gut für Magic, aber ein Grab kann entscheiden. Ah, Magic moved auch richtig, richtig schön. Ah, Mess up, ja. Den Winkel leider nicht bekommen. Würdest du sagen, geht straight zu FD oder ist er ein Fountain-Verfechter? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich FD. Chain Grabs sind einfach zu juicy. Ja, ist schon rough auf jeden Fall, aber ich habe auch über die Jahre einfach gemerkt, dass Pikachu wirklich die kleinsten Arme hat. Also überhaupt ein Grab mit ihm zu bekommen ist auch super schwer, wenn man wirklich aktiv so spielt, dass man dem Gegner keinen Grab geben möchte. Mhm. Schön, aber ja, dieses Up-Air-Setup ist super für den Grab. Mhm. Schön. Macht er VX, näher, näher. Nee, die war irgendwie gut für Magic. Vielleicht auch Standard, aber es hat einfach nicht gereicht. Er wusste. Ja, die Rolle rein, da kommen sie. Das war schon ein richtig leckerer Stock. Ja, yeah, auf jeden Fall. Er hat so diesen Punish so wirklich so gar nicht gedroppt. Ja, er hat ihn offstage gehauen, seine Recovery gepunished und dann schöner Tomahawk. Ja. Der Abschluss war großartig. Der Downtilt da. Jetzt möchte er nochmal erscheinen, aber Lele diesmal nicht in der Range dafür. Geht das was auch? Wow. Nee, krass. Er macht kurzen Prozess mit ihm gerade. Zwei Openings, zwei Kills. Oh mein Gott. Und das noch ist ein Tod. Oh. Okay. Oh mein Gott. War es wahrscheinlich nicht ausgesehen. Also Magic wollte wirklich diesen Schein machen. Aber diesmal hat es sich nicht ausgezahlt. Ich hatte auch irgendwie mein Gefühl, so, dass gegen Pikachu vielleicht doch gar nicht so gut ist. Oh, oh mein Gott. Liegestütze. Second Game Forstalk. Nachdem Magic so krass abgesahnt hat im ersten Game. Ich glaube, er geht Stadium, würde ich tippen. Yoshi, das hätte ich gesagt. Ja? Ja, Yoshi kann auch sehr gut sein. Vielleicht muss ich aber den Platz mag oder nicht. Okay, hast recht. Ja, Lele wollte Edge canceln. Hat er am Anfang kurz verkackt. Also Yoshi hat halt so nicht so viele Nachteile. So als Fox. So der einzige Nachteil ist so, ja, Pikachu tötet auch relativ früh nach oben, aber du bist halt heavier, so. Du bist trotzdem nicht so schnell. Und noch ein schneller Stock für Lele, also seine Openings per Kills müssen gerade sehr, sehr juicy aussehen. Oh mein Gott, gleich schon wieder? Er spielt voll erwartet. Er lässt gerade Magic schauen so ein bisschen wie ein Shitter. Ja, yeah, auf jeden Fall. Aber Magic ist halt insane. Yeah. Es ist halt nur so, Lele spielt gerade so on fire. Ja, das war auch ein ruhig für der auch nicht so Plattform. Overcommitted. Ja. So. Aber wenn er das Opening hat, dann geht er rein. Gerade einer der wenigen Messers bei Platform Tech Chase. Ja, wenn du die misst, dann. Oh, bist du Randall hat ein bisschen abgefuckt. Ja, das ist Upsmash. Weiß nicht, ob die Side wieder so schlau war. Ja, wieder even, aber Lele auf jeden Fall gerade mit dem Momentum. Er wusste wieder. Er wusste wieder. Er kriegt Edge jedes Mal. Ist so on point gerade. Ich bin sehr beeindruckt. So in deinem Kopf. Ja, ich bin sehr beeindruckt von Lele gerade. Oh, das ist. Na, das war ein Mess-up, nein. Ja, das schmerzt auch gerade schon. Oh ja, da kann er Slide offen. Oh mein Gott, also diese Ledge-Gantle, das ist insane. Abwehr? Ja, aber da hat Magic auch ein bisschen gechoked. Oh, da dachte er, der hat einfach rein, ne, und wollte eine Upsmashen. Schön. Mm. Ja, Double Backer, Kante. Oh, wieder
Zariski. Magic, warum ist er so schnell? Ah, schön von Lele aber. Ja, das war gerade auch so von Magic, so wie so ein Pseudo-Dash. Dash-Dance jetzt einfach, aber ich weiß nicht, was ich mache. True. Aber ich warte einfach und Lele kommt einfach mit einer Nähe rein. Ja. Weil die Overshoot-Nerven von Pikachu, das kennt doch jeder. Ist auch eigentlich eins seiner größten Tools in Neutral. Und natürlich die Abwehr, das muss man irgendwie auch bekommen. Ich glaube, der hätte sogar eine Full-Up-Abwehr holen können. Was haben die beiden mit ihrem Wavenets auf die Plattform? Die haben halt viel zu viel Movement, einfach, dass halt dann im Endeffekt doch nichts passiert. Ja, absolut. Also ich meine, das ist cool. Ja, ist übel. Auf jeden Fall cool, aber manchmal reicht es auch einfach stehen zu bleiben und einfach irgendwie Grab zu drücken oder so. Schön. Ja, Frisky. Den Downswish hat er bestimmt schon tausendmal gesehen. Ja, ich hätte auch gefühlt. Also Pikachu tatsächlich schon Kill-Percent. So. Ja, auf jeden Fall. Eine Pro-Abwehr und das ein Up-Smash. Ich habe gar nicht gemerkt, dass Last Dog ist. Ich dachte, Lele hat den Lead. Nee, es ist sehr even gerade. Ja, nette rein. Nee, oh, doch. Oh, what? Das hat noch gegrabbt. Oh, was? Oh. Er hat den ersten gecrouch-cancelt von der Abwehr und konnte shielden. Was für ein Waveland. Oh, es ist viel zu close. Oh, der Upsmash einfach? Upsmash, oh mein Gott. Ja, Lele, das Downsmash wäre schon gut gewesen, aber naja. Wurde das Timing auf jeden Fall ausgecallt von Magic, sehr stark. Ich muss sagen, am Anfang des Games hätte ich nicht gedacht, dass Magic das noch holt. Lele hat alles gerettet. Das same, aber. Jetzt sehen wir wahrscheinlich Fountain. Ja, würde ich auch tippen. Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich so, dass wenn Leute richtig oft gegeneinander spielen, dass sie dann einfach bessere Sets haben? Ist es immer so? Ja, ja. Das ist normal, weißt du. Aber wir sehen doch kein Fountain. Dreamland. Deswegen mag er einfach den Space, das auch länger lebt. Ja. Von zur Seite. Schöne Abwehr. Ja, rein mit der nährischen Knockdown-Prozente. Und? Mit ja, das ist der Tod. Super, Lele. Ah, doch. Und der Mess den ist Winkel ab. Nicht bekommen, leider. Ja. Und Magic einfach einen Raw Grab. Running Shine näher, Mango Fanboy. Oh, nice. Ja, die Wavelands zahlen sich doch aus. Also ich dachte die ganze Zeit, spielst du nichts, ne? Aber den Tag and Place damit zu kann man ist gar nicht so einfach. Ne? Oh ja, auf Stage. Oh, das war nice Attack, ja. Er war ready, geil. Der Lele ist echt beeindruckend, ne? Also wenn er mal die Combo bekommt und dann sein Offstage Play. Ja, keine so Ahnung. Langsam, ja. Ja, das reicht auf jeden Fall nicht auf Dreamland. Noch das einer? Reicht. What? Oh, what? Ja. Geht doch nicht. Safe. Wenige Prozent. Okay, das reicht. Upsmash ist hintereinander. Upsmash, Upsmash. Stark. Irgendwann muss es ja mal töten, ne? Selbst auf Dreamland. Ja, Lily hat, glaube ich, gerade versucht zu grabben. Oh, Upsmash. Das oh, was? What? Nein, Lele wäre fast. Oh mein Gott! Oh, nein! Das wäre so cool gewesen. Nein, nein, das wäre cool gewesen und gut, aber Lele. Auch in der Player Cam zu sehen, sehr, sehr, sehr unzufrieden damit. Das hätte ihm so sehr gegönnt, diesen. Yeah, Tag. Safe. Wow, er holt es trotzdem einfach zurück. Man, warum ist Lele so cracked? Ja, das ist denn. Aber. So gut. Magic halt auch, es ist. Ja, zwei Eis für Magic, ich würde es gar nicht wissen, muss ich sagen, nach den letzten Games. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es sieht viel mehr convincing aus für Lele. Ja, yeah, aber irgendwie. Fall. Hä, Magic 4-2-1? Yeah. Wann ist das denn passiert? True. Ja, wie du die abwehrst. Das leidet aber die ganze Zeit von den Plattformen auf. Der Drill ja auch bekanntlich super gut gegen Pikachu, ne? Keine Ahnung. Also ich höre immer, dass Drill irgendwie mehr Hits dann hat auf Pikachu, wahrscheinlich wegen seinem Gewicht. What? Ich hoffe, ich liege richtig. Ich will keine Missionen verbreiten. Mal. Ich habe auch keine Ahnung vom Pikachu, vom Matchup oder allgemein von so Mini-Frame-Data oder so. Vielleicht gibt es irgendjemanden im Chat, der mehr weiß. Ja. Aber ich meine, es gehört zu haben. Aber man hört so viele Fälle. Ja, okay, du hast auch recht. Aber super close gerade. Man will auch gerade so wirklich committen und Lele macht irgendwas auf der Plattform. Ja, ich weiß nur auch nicht. Spielen. Oh, das war schönes Timing. Upsmash, ja. Okay, Irfan meint, das ist Unsinn. Nein. Du hast einfach Misinformation gespreadet. Drill hat immer gleiche Hits dann. Na gut. Nee, dann lag ich falsch. Hätte ich nicht gedacht. Oh, das
kann böse enden. Oh, näher. Ah, er droppt den Punchlider. Schön. Oh ja. Der Klassiker. What? Einfach runtergeschubst vom Wind und der abehrt einfach. War der erst von der Stage geslide-offed und dann hat er mit der Abwehr wieder auf die Stage zurück? Der wollte wahrscheinlich halt eine Allele, wollte wahrscheinlich eine Upsmash machen. Ja. Aber der Wind kam gerade in dem Zeitpunkt und dann kam irgendwie eine Abwehr raus. Okay, das ist sick. Und Last Dog schon wieder. Der Lele, also wie die letzten Games aussehen, kann er das auf jeden Fall auch noch verlieren. Aber wir wollen wahrscheinlich noch ein Game 5. Ich würde gerne Game 5 sein. Ich finde das ja richtig gut. Schöne Abwehr. Oh! Ah. Ja, Klassiker. Er war so geduldig und hat nichts rausbekommen, leider. Ja. Jetzt bekommt auch die Plattform der Chases nicht mehr. Oh, doch. Ah ja, da war Magic bereit. Brian scheint näher, Mango Fanboy. Ich hab das Gefühl, Lele ist gerade so ein bisschen am Choken. Will halt so einen schnellen Hit kriegen, irgendwie eine Upsmash oder so. Ja, aber Magic riecht auch schon den Upsmash. Ja, schon wieder so ein F-Smash. Ja, er fängt an zu sterben. Oh, der holt es sich. Okay, Game 5. Ja, das war super crazy. Close. Ich glaube, Magic wollte dann am Ende einen Jab-Upsmash haben, ne? Aber dann hat der Lele einfach raus die Eid. Möglich. Ja. Oh, gerade der Zuschauer hier, Nix Red, die Italiener, schaut, wie die beiden sich abschneiden. Der Stadium, finde ich, ist aber auch rough wie Pikachu. Aber dafür hat er natürlich auch gute Follow-ups, ne? Kann ja in der Mitte ein bisschen Chain-Grabben. Weiß ich nicht. Ich glaube, so die Side-Plattformen sind halt relativ niedrig. Ja. So, deswegen Pikachu bringt jetzt nicht so viel. Ich weiß auch nicht, ob Pikachu wirklich von der Top-Plattform profitiert hätte. Ja, das stimmt auch. So. Fox führt halt relativ viel nach oben. Ja. Und ja, wahrscheinlich overall ganz gut. Oh, the Magic is sick. Wenn er jetzt den Stock verliert, dann ja, weiß er, woran er arbeiten muss. Oh nein. Oh, das war sick. Oh, er hat einfach nach unten gehalten. Ja, wichtig. Ja, aber ich liebe Pimple Up Smash einfach so als Wolf Punish. Sieht immer sehr, sehr befriedigend aus. Oh, es geht wirklich zur Sache. Ja. Bisher niemand puncht den anderen irgendwie gerade. Lele haut da so viele Upsmash raus, aber Nix Red hat, glaube ich, zu viel Angst, da wirklich so reinzugehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, das war's, ja. Aber Lele hat auch gerade ganz oft zuerst committed von den beiden, hat Magic auch super gewartet, ruhig schön patient gespielt. Und die Side-B wahrscheinlich im Messer, würde ich tippen. Safe. Ich weiß nicht, warum er was Side-B würde. Schön. Abi? Ja, das reicht nicht. Das reicht auf jeden Fall. Stark. Restock the Peace. Ja, wie gestern Game 5, ne? What? Oh, was? Er grabbt einfach. Eier aus Stahl, wirklich. Einfach nur dastehen, grabben. Keine Angst vor Schein. Vor allem mit Pikachu, ja. Ne? Ist nicht so, dass du Marv bist. Ja. Und so eine riesige Grab-Rage hast. Also mit Pikachu musst du so präzise sein. Ja, das war sick. Oh ja, das grabbt einfach. Ja, das ist Damage. Boah, der nimmt das mit nach Hause hier, die Prozente. Mm. Ja, war es aber gerade 76? Wow. Wow, mit dem Charge? Na, der trifft nicht. Zombie gemisst leider. Aber es hätte wahrscheinlich eh nicht getötet. Ja, ich glaube nicht. Aber Prozente wären trotzdem relativ cool. Ja. Wahrscheinlich für Lele. Und vielleicht noch ein Edgar-Szenario. Er wollte Pay auf die Rolle warten. Yeah, er wollte auf die Panic-Rolle warten, aber Magic sagt nein, das mache ich nicht. Gute Awareness für ihn, um einfach reinzugehen zu upsmashen. Weil er weiß, dass Lele auf eine Panikoption wartet. Und der Stock ist weg. Er Magic langsam. Aber sicher auf dem Weg zu einem Win, aber es ist immer noch mega close. Es ist basically even. Ja, es ist even. Ja, aber sick, als ob die immer so close Sets spielen, muss ich mal fragen. Das ist auf jeden Fall schon das geilste Set bisher heute. Ja, finde ich auf jeden Fall. Bananen-Nix-Set fand ich auch gut, aber war dann ein bisschen einseitig am Ende. Oh, da war zu spät. Ja, schon wieder. Ja, Magic bringt es langsam zurück. Okay. Keine Abwehr. Stark. Oh, schönes Spacing auf der Nähe. Magic spielt echt gut. Oh, schönes Timing. Okay, das kann böse enden. Oh, er macht aber weiter. Aber das ist Stock.
Oh nein, das tut weh, dafür so gepunished zu werden. Perfekte Prozente, perfekte DI. Ja, die Running stand näher. Oh, Down Tilt. Kriegt leider keinen Tech Chase davon. Magic Bass bleibt weg. Oh, der fliegt einfach komplett. Ja, yeah, das kam gerade aus dem Nichts für mich, muss ich sagen. Last Door Game 5. Das kann ja auch nicht anders enden zwischen den beiden. Oh nein. Catch ihn einfach mit dem Up-Tilt. Panic Down Smash. Oh shit. Ja, Magic spielt das richtig schön. Richtig schön patient. Aber er wird geupert. Ein Backthrow. Oh, schöner Edge Cancel. Oh mein Gott. Lele wird auch ausgewartet. Ich glaube, der hätte auch ab. Oh, okay. Aber Magic hat es. Er holt das Run weg. Stark. Wow. Das war sick. Ja, gestern hat Lele gewonnen, heute gewinnt ja, Magic Game 5. Magic gewinnt jetzt leider, wo es eigentlich um nicht. Ja, nur um Seeding. So, gestern ging es wahrscheinlich so um 40 Euro oder yeah. so. Aber jetzt? Er hat den letzten Win jetzt. Ja. So, er kann sagen, er hat das letzte Set gewonnen. Ist es nicht das, was zählt? Ja, auf jeden Fall. Aber das war auch wirklich ein sickes Set. Und ich bin auch echt beeindruckt mit Magic und Leles Gameplay. Also sonst auch, wie patient Magic am Ende gespielt hat und Leles Punish Game zwischendurch hat. Ja, ich kann sagen, Magic hat sich so gar nicht aus der Fassung bringen lassen. So. Ja. Lele hat immer so auf irgendwelche Panic Options gewartet, so irgendwelche Rollen oder dass er halt schnell, also was Lele auch ein paar Mal gemacht hat, so ein normal Getup und sofort eine Down Smash. Ja, weil sehr viele Leute wollen halt so das sofort punishen. Ja, oder so, die Pressure und weitermachen. Viel zu spät, ne? Sind halt viel zu spät dran. Ja. Und Magic hat halt aber so gesehen, ne? Ich bin da wahrscheinlich zu spät dran, er wird jetzt irgendwas raushauen. Ich warte auf das, was Lele macht und punische das dann. Ja, das war super. Das hat halt richtig gut geklappt von ihm. Sind auf jeden Fall schon ein paar Layers weiter beim Denksport. Er wird auf jeden Fall besser. So. Yeah, das sind halt so Sachen, die siehst du halt nicht, sag ich jetzt nicht mal so von Mid-Level-Player. Ja, auf jeden Fall. Weil die haben halt so, die meisten Mid-Level-Player haben halt so diese Habits, so ich muss so viel Value aus jeder Interaction rauskriegen, selbst wenn ich zu spät dran bin und werde dann Reverse-Edge-Guarded oder kein Reverse Punish. Ja, yeah, also, das ist true. Magic hat halt bemerkt, so, okay, nee, ich bin zu spät. Ich resette so ein Neutral bisschen oder warte halt einfach.